Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Freizeitpark auf Halloween eingestellt. FSV empfängt Luckenwalde in der GGZ-Arena und BSV steht in den Startlöchern zum zweiten Heimspiel. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, es ist Freitagabend. Auf geht's zur letzten Ausgabe von Tag aktuell für diese Woche. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Der Freizeitpark Plon im Vogtland ist längst kein Geheimtipp mehr. Im Laufe von fast 30 Jahren hat er sich zu einem äußerst beliebten Freizeitpark entwickelt, der ganz besonders Familien anspricht. Neben den Parkattraktionen gibt's übers Jahr auch verschiedene Events. Im Oktober hat sich der Park ganz auf Halloween eingestellt. Unser Mitarbeiter aus dem Vogtland staunte nicht schlecht, als er am Mittwochnachmittag den Park betrat. Sein letzter Besuch lag einige Jahre zurück. Inzwischen hat sich eine Menge getan. Nicht nur die vielen Attraktionen begeistern, auch die liebevolle Gestaltung des gesamten Areals. Hier sieht man die Liebe zum Detail. Bei bestem Herbstwetter war der Park auch gut besucht. Katja Martin, Marketingleiterin des Familienparks, ist schon lange im Unternehmen und hat einen Großteil der Entwicklung selbst miterlebt. Also den Freizeitpark Plon gibt es jetzt schon seit über 30 Jahren. 1996 hat alles begonnen mit dem Forellenhof, einer Fischgaststätte. Dazu ist dann ein Märchendorf gekommen, um die Kinder ein bisschen zu beschäftigen. Und das hat sich peu à peu ausgebaut, sodass wir heute der erste Familienfreizeitpark Sachsens sind. Wir dürfen im Jahr über 350.000 Gäste begrüßen mit steigender Tendenz, was uns sehr freut. Wir haben auch eine ständig wachsende Fangemeinde, gerade unter den Familien mit kleinen Kindern. Inzwischen haben wir über 80 Attraktionen, darunter viele Fahrgeschäfte, auch 6 Achterbahnen. Wir versuchen dabei auch ein bisschen die Lücke zu schließen zu anderen Parks und Freizeiteinrichtungen, in denen bei uns auch wirklich schon Familien mit kleinen Kindern ab 2, 3 Jahren viele Fahrgeschäfte nutzen können. Nicht nur zuschauen müssen die kleinen Geschwister, sondern auch mit den Eltern oder auch alleine die Fahrgeschäfte schon nutzen können. Geöffnet haben wir immer von Ostern bis Ende Oktober, das ist unsere Saison. Besondere Highlights in der Saison haben sich in den letzten Jahren herauskristallisiert mit den mystischen Mittsommernächten. Da feiern wir immer an den Samstag in den sächsischen Schulferien bis 22 Uhr mit Feuerwerk, mit Lasershow, mit bunten Programmpunkten. Also das ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Parkplatzsorgen gibt es keine am Freizeitpark. Wir haben über 2500 Parkplätze bei uns vorrätig. Auch mit dem Wohnmobil kann man bei uns stehen. Die Parkplätze sind bei uns auch kostenlos, sodass weder zusätzliche Kosten entstehen, noch große Warteschlangen an irgendwelchen Automaten. Also einfach einen der Parkplätze aussuchen und den Parkspaß beginnen. Im Park selbst gibt es auch über 8 gastronomische Angebote. Das heißt, alles, was das Herz begehrt, von süß über herzhaft im Salon, unser Burgerhaus, unser Blockhaus mit Grillspezialitäten, aber auch für die süßen Naschkatzen ist etwas dabei mit unserem Hexenimbiss oder mit unserem Waffelhaus, sodass man sich auch keine Sorgen machen muss, dass man in irgendeiner Form hungrig wieder nach Hause geht, nachdem man einen schönen Tag in Plon verbracht hat. Wir wollen uns natürlich auch nicht auf das ausruhen, was es bis jetzt gibt. Wir haben in diesem Jahr mit der Jetski-Anlage Fuselschleuder schon eine tolle neue Attraktion im hinteren Areal eröffnen dürfen. Die ist mitten in der Western-Arena angesiedelt und das wird sehr gut angenommen von den Gästen. Für nächstes Jahr sieht man ein bisschen weit unten auch schon im Bereich die ersten Baumaßnahmen. Die Felsenlandschaft steht schon, dort wird es mit dem Wild Swing eine Riesenschau gegeben. Die werden wir diesmal ein bisschen für die Mädchen ausrichten, weil wir schon sehr viele Jungsthemen bei uns umgesetzt haben. Und dann haben wir auch schon vor einigen Wochen uns ein bisschen die Karten gucken lassen, dass wir zu unserem 30-jährigen Jubiläum 2026 eine ganz besondere tolle Neuheit, nämlich eine Weltneuheit planen,
Da wird es den ersten Lim-Launched Water Coaster bei uns geben. Und das ist was, was in der Form noch nirgendwo anders auf der Welt existiert. Da freuen wir uns schon sehr drauf und da gehen wir auch langsam in die ersten Bauschritte. Kommen wir zum aktuellen Thema, Halloween. Da findet auch jeden Samstag im Oktober bis 20 Uhr eine spektakuläre Party statt. Auch da gibt es eine richtig schön individualisierte Lasershow, Feuerwerk drumherum. Und wir haben darüber hinaus zu Halloween sogar Ostdeutschlands größtes Outdoor-Event-Areal, Zone 22, zu bieten, wo es noch bis 22 Uhr weitergeht. Das ist dann aber schon etwas für etwas hartgesotteneren Halloween-Fans. Dort arbeiten wir auch mit über 20 Live-Erschreckern. Und da kann es schon mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Aber dafür haben wir auch nachmittags ein Programm für die Kinder mit Kürbismalen, mit Zauberstockbasteln, mit Maislabyrinth, sodass bei uns eigentlich auch jetzt um die aktuelle Halloween-Zeit von familientauglichen Halloween bis zur etwas gruseligeren Variante alles dabei ist. In einem Freizeitpark spielt natürlich auch das Wetter eine wichtige Rolle. So, besonders freuen wir uns natürlich, dass nachdem die Herbstferien doch wettermäßig eher lau angelaufen sind, jetzt in den letzten Tagen der Herbstferien noch besonders schönes Wetter auf uns wartet. Man sieht ja auch die ganze Farbgebung im Park. Das ist alles besonders zauberhaft, dazu noch die aufwendige Halloween-Dekoration. Wir haben auch in diesem Jahr wieder über 18 Tonnen Kürbisse bei uns im Park verbaut, dekoriert, liebevoll bemalt. Also man wird, wenn man mit aufmerksamen Augen durch den Park geht, viele Kleinigkeiten zum Thema Halloween finden. Auch die ein oder andere kleine gruselige Erscheinung, aber natürlich alles familientauglich. Hallo Leute, seid doch keine Angsthasen. Schaut ruhig bei mir herein. Ihr lasst euch doch bei diesem bisschen Durcheinander hier nicht bange machen, oder? Besonders gerne neben den normalen Besuchstagen in den Ferien werden dann unsere Halloween-Partys an den Samstagen angenommen. Da haben wir jetzt noch 3 Partys vor uns, diesen Samstag und die kommenden 2 Samstage, bevor wir dann am 3. November die Tore wieder schließen. Das bedeutet, dass wir zusätzlich zu den über 80 Attraktionen, die ja schon, sagen wir mal, sehr aufwendig zu erforschen sind, noch ein buntes Halloween-Programm anbieten. Auch da eine ganz tolle Lasershow, Feuerwerk, bis 20 Uhr feiern wir im Park. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann in unserem Halloween-Areal Zone 22 bis 22 Uhr noch weiter feiern und kann sich dort noch eine besondere Gänsehaut versorgen. Die Tagestickets gelten genauso wie an anderen Besuchstagen auch für die Halloween-Partys, nur dass man da noch ein paar Stunden mehr und einige Highlights dazu bekommt als an den regulären Öffnungstagen. Und so hoffen wir natürlich, dass wir noch bis zum 3. November, bis zum letzten Öffnungstag, viele glückliche Familien bei hoffentlich so schönem bleibenden Herbstwetter bei uns begrüßen dürfen. Werbung. Wenn du auf Was gibt's zu essen? Spontan über 500 Antworten hast, wenn du mit Frische und Top-Qualität alle beeindrucken kannst, sicher dir jetzt deinen 15€ Neukundenvorteil. Wähle deine Lieblingsprodukte aus dem großen Bofrost Tiefkühlsortiment und lass dir deinen Einkauf mit einem Lächeln nach Hause liefern. Das ist Bofrost. Jetzt online bestellen auf bofrost.de/tv. Erleben Sie spannende Einblicke in die Zwickauer Kulturszene zur Museumsnacht am 26. Oktober. Kunst, Kultur, Musik und Geschichte. Jetzt schnell Karten sichern. Alle Infos unter zwickau.de/museumsnacht. Die Museumsnacht am 26. Oktober wird unterstützt von der KMS Kraus Partnerschaft MBB und der Zwickauer Energieversorgung. Das ist sie, meine neue Sparkassenkarte. Aber hey, Datenschutz. Jetzt denkst du bestimmt, was ist denn da neu? Hab ich auch. Damit kann man Geld abheben, Kontoauszüge holen oder in der Stadt einkaufen gehen. Nun klar, das kannst du. Aber eben auch noch viel mehr. Die hat's nämlich faustdick hinter den Ohren. Die tut so, als wäre sie eine normale Sparkassenkarte. Aber damit kannst du jetzt auch online shoppen. Da ist eine neue Nummer drauf. Und da ist die fürs Internet eine Visa-Karte. Ich würde euch total gern noch quatschen, aber das Online-Shopping ruft. Eure Moni. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche.
Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Erlebe kulinarische Vielfalt bei Deine Kantine bei Dein Catering. Genieße täglich wechselnde Frühstücks- und Mittagsangebote für Abwechslung auf deinem Teller. Am Hammerwald 7 in Kainsdorf. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Der FSV Zwickau ist am Sonntag in der GGZ-Arena wieder in der Regionalliga gefragt. Bereits am Mittwoch mussten die Jungs zum Nachholspiel zu Viktoria Berlin reisen. Mit einem 0:0, dem ersten Remis in dieser Saison, fuhren die Jungs von Trainer Rico Schmidt am Ende nach Hause. Nun folgt das Spiel gegen Luckenwalde, die derzeit auf dem letzten Tabellenplatz rangieren. Wie sich die Elf auf das Spiel vorbereitet hat und was auf die Mannschaft zukommt, wurde heute zur Pressekonferenz besprochen. Eine ereignisreiche Woche bisher. Und da jetzt hier vorweg, wir waren am Sonntagvormittag, das ist jetzt schon ein paar Tage her, kurz einen Moment auch geschockt mit der Verletzung von Leon Asset. Aber sagen wir, für die, die da geblieben sind, hat der Rupfer ein Training angeboten. Und da hat sich der Leon leider an der Hand verletzt, ist dann auch an dem Tag noch operiert worden im HBK. Sind wir auch sehr dankbar, dass das auch so dann auch funktioniert hat, so in der Kürze der Zeit. Und das hat uns schon jetzt für diesen Moment, ja, der Junge lag dann auf der Pritsche, da kam der Krankenwagen, ist dann abgeholt worden, so für den Moment. Da warst du schon ein bisschen kurz, ja, schon auch geschockt, auch gerade auch für den Junge selbst, ein junger Mann, der auch ein großes Talent ist hier für den FSV Zwickau aus der eigenen Jugend. Und mit einem, mit von der jetzt auf nachher bist du erstmal raus aus der Nummer. Das war so der Sonntag. Und da muss ich dann auch ein Kompliment an meine Mannschaft mitgeben. Natürlich, der Fokus liegt auf das Spiel, aber mit diesem auch negativen Impuls Sonntagvormittag haben die Jungs das wirklich auch bravourös, sehr bravourös bespielt in Freital gegen einen unangenehm spielstarken Gegner, Oberligisten. Da haben sich schon andere abgearbeitet, auch in der Vergangenheit. Und das, ich sag mal, das glückliche Momentum in der einen oder anderen Situation war auf unserer Seite, aber in Summe wirklich auch bravourös weitergekommen, weil wir im Finale in diesen Offensivaktionen ganz wichtig auch in Zeitpunkten des Spiels die wichtigen Tore gemacht haben, um, sag mal, den Druck rauszunehmen und damit auch dieses Spiel zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. Das war ja auch für uns jetzt wichtig. Es war eine relativ lange Woche. Wir hatten gegen Hertha verloren 0:3, eine lange Woche bis Sonntag drauf. Das sind schon auch eine Zeit, die wir überbrücken mussten. Du weißt trotzdem nicht so, was auf dich zukommt. Mit Bravour gespielt und eben auch wichtig, weitergekommen zu sein. Jetzt haben wir das Achtelfinale gebucht. Und jetzt eine kurze Woche, dann von Sonntag auf Mittwoch. Und da haben wir eine Mannschaft gesehen, habe ich eine Mannschaft gesehen, die von der ersten Minute an absolut online war und dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Es ist am Ende ein Punkt
gekommen in Lichterfelde. Und da habe ich eine Mannschaft gesehen, die unsere Jungs von der ersten Minute an gezeigt haben, wir wollen hier punkten. Mit einer wirklich auch sehr leidenschaftlichen, intensiven Zweikampf, intensiven Spielweise mit einem herausragenden Hime. Und Hime mit der Gesamtleistung holen wir dort einen Punkt bei Victoria Berlin und das absolut verdient. Absolut verdient. Aber wie sich die Jungs dort auch reingesteigert haben, auch als kompakte Mannschaft aufgetreten ist und diese auch, sagen wir, hitzigen Momente auch überstanden hat. Riesenkompliment, weil es eben jetzt auch diese enge Woche ist mit dem Luckenwalde-Spiel. Und wenn man dort einen Bogen spannt, seit ja, schon knapp viereinhalb Wochen machen wir aus. Robin hat uns unterhalten ja, dazu, dass wir schon noch eine konstantere Mannschaft sehen, ja, mit konstanteren Leistungen und wo auch das, sagen wir, die Ausschläge nicht mehr ganz so stark sind, nach oben wie nach unten, sondern Konstanz in den Leistungen, auch von den Ergebnissen her. Das geht jetzt auch mitzunehmen in das Luckenwalde-Spiel, wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist ein wichtiges Spiel, ja, Heimspiel, mit dem Move, was wir gegen Halle auch gezeigt haben, sehr emotional, sehr leidenschaftlich, gegen den Top-Favoriten. Jetzt sind wir natürlich auch in der Rolle, favorisiert zu sein. Luckenwalde als letzter aktuell reißt hier an, aber es wird in keinster Weise eine leichte Aufgabe. Gerade gegen die Top-Teams der Liga sind die immer in der Lage, sich auch reinzusteigern in so ein Spiel. Haben dort auch dem einen oder anderen Top-Gegner Punkte abgeluchst. Und das gilt aber jetzt so für uns mit unserer auch, Verfassung, mit auch der Breite des Kaders entsprechend euphorisch auch ein Stück weit anzugehen. Gut, dann spanne ich mal direkt noch den Bogen zu Lukas. Lukas, du bist jetzt knapp 4 Monate hier in Zwickau, ganz aus dem Norden, nicht ganz in den Süden, aber zumindest in den südlichsten Teil Ostdeutschlands. Ja, wie hast du dich hier in Zwickau eingelebt? Also die Anfangszeit war natürlich erstmal nicht so leicht, vor allem wenn man erstmal alleine aus dem Haus ist und dann auch alleine wohnt. Ich muss aber sagen, dass ich mich relativ schnell eingelebt habe und sehr zufrieden hier bin und mich 100% auf Fußball konzentrieren kann. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Was viele ja auch immer interessiert, jetzt bist du vom SV Meppen zum FSV Zwickau gekommen. Was sind denn so die größten Unterschiede was sind so die größten Unterschiede zwischen Meppen und Zwickau, also was die Vereine betrifft? Hast du da irgendwas ausmachen können? Können auch witzige Anekdoten sein. Es kann auch sein, dass du sagst, den einen oder anderen jetzt mal unabhängig vom Sportlichen, verstehst du hier schlecht, weil wir alle ja auch teilweise ein bisschen sechseln. Ja, also die Sprache ist natürlich ein bisschen anders, aber da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Ich glaube, man kann zu beiden Vereinen sagen, dass es sehr, sehr professionelle Clubs sind. Die Infrastruktur hier ist auf jeden Fall eindeutig besser. Aber Meppen ist auch ein super Verein. Die Fans sind auf beiden Seiten sehr, sehr stark und das liebe ich am Fußball und ja, das zeichnet den Verein, glaube ich, auch beide aus. Am Samstag bestreitet der BSV Sachsen-Zwickau das zweite Heimspiel der Saison. Das wird ein harter Brocken, denn der derzeitige Tabellenzweite Borussia Dortmund kommt an die Mulde. Doch das Team ist gut vorbereitet und der Verein sowie die Sponsoren wollen den Zuschauern wieder einen schönen Abend bereiten. Anfang September war es nach langen Vorbereitungen soweit. Das Team des BSV Sachsen-Zwickau konnte zum ersten Mal in der neuen Spielstätte der Stadthalle Zwickau antreten. Was für Organisatoren und Helfer im Vorfeld zum logistischen Albtraum wird, zeigt sich am Spieltag, als Halle, die von der Handball-Bundesliga qualitativ ganz oben eingeordnet wird. Der Boden in der international vorgeschriebenen Ausführung, Werbung auf einer LED-Bande, das macht schon was her. Mit etwas mehr als 1400 Zuschauern wurde gleich mal der Ligarekord geknackt und der Sieg gegen Blomberg sorgte für Begeisterung. Zum nächsten Spiel am Samstag kommt mit Borussia Dortmund ein Gegner, der noch ein Stück weiter oben in der Tabelle steht.
Ja, Dortmund, gefühlt haben, glaube ich, haben wir jetzt schon gesehen, sind einige schon mit dem fünften Spieltag vielleicht sogar fertig mit Ludwigsburg. Wir sind jetzt im dritten Spieltag, haben das zweite Heimspiel. Dann natürlich kommt gleich eine Mannschaft aus Dortmund, mit der uns ein bisschen was verbindet. Auf der einen Seite sind es halt Partnerstädte, auf der anderen Seite spielt die Lena Hausherr. Ich durfte halt 3 Monate auch ein paar Leute da halt kennenlernen, die ich immer noch mag, und vielleicht kommen halt sogar einige halt auch zu dem Spiel halt mit dazu, sodass es eigentlich eine ganz interessante Konstellation in diesem zwischenmenschlichen Bereich ist. Aber ich glaube, im Grundsatz natürlich eine Mannschaft auf uns zukommt, die in der letzten Dekade immer sehr, sehr bestimmend im Handball Deutschland im weiblichen Bereich halt war. Man ist, glaube ich, fast 2 Jahre nacheinander halt deutscher Meister geworden. Dortmund ist der Favorit, und wir stellen uns aber in dieser Außenseiterrolle nicht nur passiv halt hin, sondern wollen halt trotzdem halt aktiv in dieses Spiel halt gehen. Ähnlich hat uns das, glaube ich, auch gegen Blomberg sehr gut getan, wo da hinten raus dann eine Überraschung halt gekommen ist. Es wäre eine Überraschung, wenn wir was Zählbares mitnehmen müssen, weil einfach die Konstellation so ist, dass Rita Lakatos weiter an der Schulter laboriert, aber da wird es, denke ich, halt in der nächsten Woche nochmal eine Information halt geben. Und auch Arvin Gorb sich krank gemeldet hat, die definitiv nicht spielen wird. Somit sind halt 2 sehr, sehr wichtige Rückraumspielerinnen am Wochenende halt nicht dabei. Aber was man halt auch in der Woche halt gemerkt hat, und darüber kann Lea vielleicht ein bisschen was erzählen, ist, dass man sich halt der Situation oder gegen diese Situation halt wehrt, dass man da ankämpfen will. Und schlussendlich haben halt viele der Spielerinnen, die am Samstag halt auf die Platte halt gehen, auch halt ein sehr, sehr gutes Spiel halt gegen Blomberg halt gemacht. Und das ist Lea Sophie Walkowiak war lange Zeit verletzt, aber sie ist wieder einsatzbereit. Wieder spielen zu können, das spornt sie natürlich an. Es läuft eigentlich alles gut mit meinem Knie und auch mit der Verletzung. Das habe ich eigentlich jetzt ganz gut überstanden. Und bin natürlich auch wieder froh, dass ich auch selber wieder spielen kann, aber halt auch meiner Mannschaft wieder helfen kann. Und ja, emotional in der Mannschaft. Also wir wissen natürlich, dass jetzt 2 eigentlich Hauptakteure bei uns fehlen. Aber wir wollen halt einfach nicht uns dadurch runterkriegen lassen, sondern halt auch dann einfach für die 2 einfach auch spielen und einfach zeigen, dass wir halt nicht nur aus einzelnen Personen spielen, sondern halt einfach eine Mannschaft sind und wir auch einfach so als Mannschaft gewinnen können. Darauf wurde das Training in den letzten Tagen ausgerichtet. Jetzt zeigt sich auch, dass sich die kurzfristige Verpflichtung von Blanka Kardoy ausgezahlt hat. Also das ist dann schon, wie Norman sagt, 14 Tage, wo wir also Schritt für Schritt uns immer mehr der Sache genähert haben, um erfolgreich sein zu können. Natürlich jetzt mit dem Ausfall von Arvin kommt halt das Problem, wer passt zusammen. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir die Blanka haben. Und wie ich sie das erste, zweite Mal gesehen habe, muss ich sagen, ist eine Spielerin, die im Abwehrverhalten war ich sofort begeistert. Das Spiel liest, sie sieht, ich sage es mal, sie macht nicht zu viel, aber sie erkennt, wann kommt ein Kreuz, wann ist das, wo muss ich meinen Körper reinstellen. Und in dieser Rolle, muss ich sagen, macht sie das richtig gut und hat uns ja da auch gegen Blomberg mit Kau zusammen in der Offensive sehr gut geholfen. Auch für die Sparkasse Zwickau als einen der beiden Hauptsponsoren ist die Unterstützung des BSV viel mehr als nur Gewinne sinnvoll zu investieren. Aber wenn Sie jetzt sehen, und da verrate ich ja kein Geheimnis, es wird ja zukünftig die Sparkassenarena heißen, und es ist dann schon toll, wenn das Aushängeschild, das sportliche Aushängeschild der Stadt Zwickau, die erste Bundesliga Handball in der Sparkassenarena spielt. Also es macht uns schon stolz. Und wir haben Folgendes auch, unser Vorstandsvorsitzender wird am Samstag dort auch präsent sein. Also wir wechseln uns ja da immer so ein bisschen ab. Und die Frau Lange hat ja auch etwas vorbereitet. Weiß nicht, ob wir heute schon das verraten dürfen. Das überlasse ich Ihnen, Frau Lange, ne? Wir sind mit unseren Azubis vor Ort, natürlich auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sehr interessiert an dem
Handballsport. Also wir haben auch unseren Mitarbeitern Karten für das erste Spiel zur Verfügung gestellt. Die wurden uns aus den Händen gerissen. Also es ist eine schöne Verbundenheit auch bei unseren Kollegen zu sehen. Und ja, vor dem Spiel sind wir eben präsent mit dem Glücksrad und auch mit unserem Winnie, unserem Maskottchen. Der wird wahrscheinlich auch mal aufs Spielfeld mitgeführt, wenn er den Weg findet. Dabei zu helfen sollte kein Problem sein. Übrigens, online sind bereits wieder mehr als 800 Tickets verkauft. Das sind schon wieder mehr, als die alte Spielstätte fassen konnte. Samstag 18 Uhr ist Anwurf, ab 16.30 Uhr ist der Einlass geöffnet und an der Abendkasse gibt es noch genügend Karten. Also bis Samstag. Werbung. Oft im Leben putzen und säubern wir unsere Wohnung. Denken wir dabei auch daran, unser eigenes Energiefeld von negativen und unerwünschten Energien zu befreien? Wie oft bringen wir lichtvolle, harmonische, positive Energien gepaart mit der Reichtumsenergie in unser Zuhause? Wie oft schützen wir unseren Energiekörper? Ab jetzt haben Sie die Möglichkeit. Der Planitzer Markt ist geöffnet. Nicht nur die Straßendecke, auch alle Geschäfte und Gastronomen. Ob Essen, Einkaufen oder Geld abheben, wir sind weiter für Sie da. Auf dem Planitzer Markt in Zwickau. Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Oh!
Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Start ins Wochenende wird traumhaft schön. Bei Spitzenwerten von 20 Grad bekommen wir Sonne satt. Nur in den Vormittagsstunden ziehen harmlose Wolken ins Sendegebiet. Der Sonntag kommt genauso schön daher. Bei gleichen Werten wie am Vortag strahlt die Sonne von einem stahlblauen Westsachsenhimmel. Die gute Nachricht, auch der Beginn der neuen Woche beschert uns nochmals spätsommerliche Werte und viel Sonnenschein. Diese Wetterlage können wir 1:1 auf den Dienstag spiegeln. Ja, liebe Zuschauer, wir sind am Ende der heutigen Ausgabe von Tag aktuell angelangt. Nun wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Schalten Sie doch auch da mal rein. Wie immer läuft unser Wochenrückblick. Und dann sehen wir uns wie gewohnt in der kommenden Woche hier wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.